wo in einer Gesellschaft die Mutter passt man richtig her. Tut es gut aufpassen einmal. Guten Tag, verehrte Gäste. Gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Außendienstmitarbeiterin des TÜV Niederösterreich. Mein Name ist Lang Checkmann und dies ist mein Assistent, Herr von TÜV. Wir haben heute den Auftrag, eine Prüfung im Sinne des § 57a Kraftfahrzeuggesetz, auch Pickelüberprüfung genannt, an einem Oldtimer durchzuführen. Hier soll ein altes Vehikel geparkt sein, amtliches Kennzeichen OT Hans 70. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er jetzt noch. Ich kann nicht. Der Hans schreibt sie mit 2 N. Ja. Also gut, dann sind wir den richtigen genannt. Ach, und da ist ja Frau Erika Heintaler. Die das heute anwesende Kuratorium für Verkehrssicherheit und damit diese Untersuchung zu bezahlen hat. Frau Heindaler, ich begrüße Sie ganz herzlich und bitte Sie, die Untersuchung Ihres Oldtimers genauestens zu verfolgen. Doch bevor ich mit der Untersuchung beginne, möchte ich einiges aus der Chronik dieses Oldtimers vorlesen. Es handelt sich hier, wie unschwer zu erkennen ist, um ein Modell der Extraklasse. Aber auch aus der Kriegszeit, aus dem Jahre 1940, was aus der damaligen Materialknappheit zu erkennen ist. In Arbeit gegangen ist dieses Oldi schon 9 Monate früher. Aber da es mit viel Liebe produziert wurde, dauerte es bis zum 19.05.1940, ehe es vom Band laufen konnte. Dieser Oldie kommt aus einer Serienproduktion. Hergestellt wurde es wahrscheinlich in Sigmunds Herberg und ist der Baureihe Glückstreffer zuzuordnen. Es hat einige Zeit in verschiedenen Orten auf Halde gestanden, ehe er das erste Mal zugelassen wurde. Ob einige Interessenten Probe gefahren sind, verschweigt Probe. Jedenfalls gefiel dieses Modell Frau Heindaler offensichtlich so sehr, dass diese es vor mehreren Jahrzehnten gekauft hat. Der Kaufpreis ist leider nicht bekannt, aber es war sicherlich billig. Denn es sollte ja eine Anschaffung fürs ganze Leben sein. Entschieden müssen wir aber Behauptungen entgegentreten. Frau Heindaler hätte es aus reinem Mitleid genommen, weil dieses Modell sonst zum Ladenhüter geworden wäre. Das ist hart. Herr von TÜV, walten Sie nun Ihres Amtes. So, Olde, jetzt zieh mal her. Ich muss dich jetzt aufpumpen. Aber du schiebst eh schon den Spaß. Es kann nicht übersehen werden, dass es sehr oft für weite Reisen eingesetzt wurde, daher auch die erhöhte Kilometerleistung, die einen Wiederverkauf ausschließt. Die Fahrerin hat dieses Oldie nie geschont und das Letzte aus ihm herausgeholt. Sie hat dieses Oldie auch mit einem anerkannten Wegfahrer Sperre einem Ring ausgestattet. Aber wenn wir uns das Modell heute so ansehen, ist der optische Eindruck trotz einiger Kratzer am Lack noch sehr positiv. Vermittelt dieses Oldie die Solidarität und Zuverlässigkeit. So, und nun beginnen wir mit der technischen Prüfung. Prüfung 1. Das Chassis. Am Rahmen sind wohl einige Materialermüdungserscheinungen festzustellen, die sich jedoch im Grenzen halten. Motorhaube. Ausgebeult. Vorderfront. Kotflügel. Und Heck. Na,
hat es hängen etwas. Auspuffanlage? Da kriege ich kein Schickerl mehr. Leicht angerostet. Wasserschlauch? In Ordnung. Tropf. Prüfpunkt 2, die Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer scheint stark abgenutzt. Deshalb ist von Fahrten im Freigelände abzuraten. Um das Gefährt sicher zu lenken, bedarf es seitens der Fahrerin, liebe Frau Heintaler, ab und zu größerer Kraftanstrengungen und Geduld, weil es wegen des ausgeschlagenen Achsschenkelholzen nicht immer in der Lage ist, die Spur zu halten. Prüfpunkt 3. Tank und Verbrauch. Da bin ich Den blauen Tiger im Tank braucht es nicht mehr. Es kann aber wahlweise mit Wasser, Wein oder Bier aufgefüllt werden. Es handelt sich also bei diesem Olium einen sogenannten Alles-Schlucker. Wenn gleich im Verbrauch aufgrund seiner Ausführung noch unter der DIN-Norm liegt, wobei es erstaunlicherweise im Arbeitsverkehr weniger schlucken dürfte, als im sogenannten Ruhezustand. Der nächste Vorführtermin beim TÜV zur Hauptuntersuchung ist also 2015, den das Oldi selbstständig wahrzunehmen hat. Die heutige Untersuchung ist ausnahmsweise gebührenfrei. Ich und mein Assistent nehmen aber gerne nach getaner Arbeit an der heutigen Gemeinschaftsverpflegung teil. Danke. Zu dieser erfolgreichen Abnahme gratulieren wir und die hier anwesenden Beisitzer und hoffen, dass unser Olde noch lange läuft. Ich möchte mich noch anschließen mit einem Gedicht für das Jubelbad, aber auch, möchte ich fast sagen, in dieser Altersklasse für uns alle passen. Heißt es. Mensch, du wirst alt. Der Name, Mensch, wie war der noch? Erinnerungen kommen hoch. Du kramst in der Vergangenheit, hast tausend Dinge griffbereit. Doch wie sich das Hirn auch quält, der Name, nur der Name fehlt. Und sicherlich erkennst du bald, so fängt es an. Mensch, du wirst alt. Vom vierten Stock steigst du herunter, trittst auf die Straße noch ganz munter, doch plötzlich fragst du dich verdrossen, hab ich auch oben abgeschlossen? Du kannst dir selber nicht mehr trauen und steigst hinauf, um nachzuschauen und sagst, die Faust vor Zorn gepeilt, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Du brauchst was aus dem Küchenschrank. Du weißt auch was, na Gott sei Dank. Du öffnest ganz gezielt die Tür und fragst dich prompt, was wollte ich hier? Nun grübelst du, dich packt der Frust, denn gerade hast du's noch gewusst. Und sowas lässt dich nicht mehr kalt. So fängt es an. Mensch, du wirst alt. Bevor man eine Reise tut, versteckt man erst sein Sparbuch gut. Man ist ja länger nicht zu Haus und das Versteck kriegt keiner raus. Kommt man zurück, geht suchen los. Wo habe ich mein Sparbuch bloß? Warum ich sowas nie behalt? So fängt es an, Mensch. Du wirst alt. Du sitzt im Zug, du bist auf Reisen, da fällt dir ein, das Bügeleisen. Von Urlaubsfreuden schon geflügelt, hast du noch schnell ein Hemd gebügelt,
Nun denkst du ständig an zu Haus, mein Gott, ist auch der Stecker raus. Zwingst dich zur Ruhe mit Gewalt, so fängt es an. Mensch, du bist alt. So, meine Vorlesungen haben das bestimmt. Und die Tüle nicht schaffen auf den Beinen. Zum Frühstück nimmst du drei Tabletten. Die sollen dein Gedächtnis retten. Du fragst dich plötzlich ganz benommen, habe ich sie wirklich eingenommen? Und schluckt man sie, du hast sie vergessen, stehst vor oder nach dem Essen. Du weißt nicht mehr, welche Vorschrift galt. So fängt es an. Mensch, du wirst alt. Du isst es leid und legst im Nu dir ein Tablettenkästchen zu. Unter den Fächern, keine Frage, stehen säuberlich die Wochentage. Am anderen Morgen denkst du nach, was haben wir heute? Donnerstag. Du schmeißt das Kästchen, das es knallt. So fängt es an. Mensch, du wirst alt. Du siehst nicht gut, der Arzt kommt drauf und schreibt dir Augentropfen auf. Alle 4 Stunden sollst du nun die Tropfen in die Augen tun. Doch jedes Mal, es tut dir leid, vergisst du die genaue Zeit. Völlig verzweifelt sagst du bald, so fängt es an. Mensch, du wirst alt. Kaufst dir? So was gibt es schon, eine Armbanduhr mit Wegfunktion. Du freust dich, nun ist alles klar. Sie piept auch wirklich. Wunderbar. Doch schaust du sinnend auf die Uhr und fragst dich, warum piept die nur? Sie piept wie aus dem Hinterhalt. So fing es an. Mensch, du bist alt. Und das glaube ich wohl schon. Man hat es immer gesagt. Maschinen kann man reparieren, Getriebe, die schwer gehen, schmieren. Kommt beim Computer nichts mehr raus, dann wechselt man die Schule aus. So hat man vieles schon erreicht. Beim Menschen geht das nicht so leicht. Drum kann der Rat nur dieser sein, mach dir nichts draus. Stell dich drauf ein. Alles Gute zum Geburtstag.